Hallo Leute, ich bin Unwald und willkommen zu einer weiteren Folge von The Bonfire 2. Offscreen werde ich euch gleich mal zeigen, was ich gemacht habe. Allerdings muss ich ein paar Leute hier ins Haus schicken. Vorher. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, welche von diesen Leuten Krieger sind und welche nicht, also schicke ich einfach so wie es ist halt rein. So, jetzt kurz mal pausieren. Also offscreen habe ich folgendes gemacht. Ich habe hier Türme gestellt. Hier, weil ich habe gedacht, okay, die rennen hin und her und manchmal, manchmal reicht die Zeit nicht, bis die von hier aus nach hier rennen und umgekehrt. Und ich habe hier ein paar Türme halt zum Verteidigung gestellt. So, was machen wir heute? Wir machen heute folgendes. Da wir für ein weiteres Bauen etwas benötigen, werden wir heute ziemlich viel bauen. Also erstmal Ziegel offen, dem stelle ich hier, dem drehe ich mal um. Sorry, dass ich jetzt das Ganze in der Pause-Modus mache, aber damit wir halt keine Zeit verlieren. So, und jetzt baue ich noch etwas, was ich seit längerem schon bauen müsste, Schatzkammer. Ja, die Schatzkammer will ich haben, und zwar die Schatzkammer baue ich hier. So, die zwei Sachen sollen sie jetzt bauen. Wir starten. So, dann Leute, gibt es noch etwas, was wir brauchen. Topferei und Brauerei. Aber wir warten mal, bis die halt hier fertig sind. Ich brauche Werkzeuge, habe ich keine Sperre. Okay, mal 5 Sperren machen. Ansonsten habe ich hier Werkzeuge. Ja. So, wartet mal. Stärke. Was bist du? Baumeister. Du kannst eigentlich Hammer haben. Du kannst endlich eine Karre haben. So. Fertig. Was wir noch brauchen, sind Schwerter. Ja, also wir brauchen jetzt hier ein paar Schwerter und Rüstungen. Also Rüstungen brauchen wir ziemlich viele. Eisen, nein, wir brauchen Stahlrüstung. So, fertig. Jetzt könnt ihr gucken, was passiert eigentlich in der Nacht, wenn ja, wenn die jetzt hier einkommen. Ah, warte. So. Stärke. So, du bist der Krieger, ne? Ja. Ich habe hier auch noch ein paar Häuser gemacht. Nicht alle, aber ein paar könnte ich hier schon machen. Machen wir mal weiter und setzen hier einen mal rein. So, so, der geht jetzt rein. Hier stehen jetzt ein paar Verteidiger. Die haben leider nur das Speer. Und die halten eigentlich nicht sehr viel aus. Ja, also die halten wirklich nicht sehr viel aus mit ihren Sperren. Und sterben sehr oft. So, du gehst jetzt rein. Du bist am Leben.
Ja, ich warte, bis er jetzt hier drin ist. Wobei der hat eigentlich sehr wenig Stärke. Wir haben keine Sperre, deswegen habe ich auch Sperren gemacht. Also. Und Rüstung sollte er auch bekommen. So. Die Nacht machen wir schnell vergehen. Wir machen ein weiteres Haus. Ne, wir können gar nicht. Vielleicht jetzt, wenn die das Leder bringen. So, jetzt ist wieder Tag. Jetzt machen wir mal langsamer. Wir schauen. Ja, alles okay. Ich brauche das hier. Stallrüstung. Ja, weil die haben eh keine Waffen. Mach mal ein Speer. Ich rüste ihn auch mit dem Speer aus. Wie gesagt, ich habe nur hier Verteidigung, weil, wie ich bereits erwähnt habe, hier keinerlei, ja, manchmal keine Soldaten da sind, um mich hier zu beschützen. So, jetzt gucken wir mal, also hier wird gebaut erstmal, warum auch immer das als erstes hier gemacht wird. Schatzkammer, okay. Oh ja. Da habe ich vergessen, da wird gerade gebaut, also ein weiterer Wachturm. So, der ist wieder aufgestiegen. Machen wir mal Stärke. Da wird jetzt gebaut. Da werden wir noch einen Verteidiger. Machen wir mal Beweglichkeit. Damit er sich schnell bewegt. Wir haben 55 Leute, haben die Hälfte der Soldaten schlafen draußen. Deswegen versuche ich so schnell wie möglich Häuser abzubreden. Hier kommt eine Frau rein. Kommst da rein. Fertig. Die haben irgendwie Probleme mit Energie. So, jetzt wird hier auch gebaut. Hier fehlt eine Wache. Du gehst da rein. Das hoffe ich. Jawohl. Holzspiel ist da und ich hoffe, Stallrüstung auch. Nein. So, was machen wir? Wir machen natürlich Stärke. So, alle sind bei dem auf ihren Plätzen. Hier können wir nichts mehr upgraden. Aktualisieren. Wir brauchen Leder. Also wir warten mal hier 20 Leder. Wir können das Ganze auch aktualisieren. Weitere Aktualisierung ist auch möglich, nur die brauchen dann Wein. Ja, also Wein und Backsteine. Um die Backsteine kümmern wir uns jetzt. Jawohl. Sehr gut. So, haben wir hier eigentlich, ich wollte gucken, ob wir hier genug, ne, zwei Wachen fehlen, also ich muss dann dich als Wache machen, ich hoffe, es ist genug Rüstung da, Stahlschwerter, keine Rüstung, leider, man, keine Rüstung leider, allerdings doch Stahlrüstung ist da und hier Gegenstand, das nimmt er dann selber. Das ist ja schon mal du und sind eigentlich nicht mehr viele, die stark genug wären.
Aktion wäre eigentlich als nächstes ein ziemlich cooler Wache. Stahlschwert und Stahlrüstung und der Rest nimmst du auch selbst. So, jetzt machen wir mal, gucken wir, dass das Leder hier produziert wird. Ja, unsere Wache hier ist jetzt draufgegangen. Ich würde ungern jetzt Frauen als Wachen machen, denn die haben schwerere Waffen. Die haben nur Holzspeer als Waffe und Eisenrüstung. Ich brauche aber eine Stahlrüstung. Die Eisenrüstung bekommst du halt. Hier wird gerade produziert. Stahlrüstungen werden 10 produziert, Schwerter werden produziert. So, jetzt bitte weitermachen. Essen ist da. Ich bin am Überlegen, ob wir noch eine Lederproduktion starten. Damit schneller Leder produziert wird. Aber erstmal Backsteinen, Holz, Lehm und Eisen. Ja, sollte klappen. Der ist gut mit Rüstung. Aufgerüstet mit den Werkzeugen. So, wir haben. Ja. So rauf. Da wir jetzt ziemlich viele Leute verlieren, ja, also bei der Wachen werden wir Leute haben. Wir haben ja genug Essen. Die meckern hier rum. Komm, bring mal mehr Holz. Ich werde bei den Bauern, also bei denen zum Beispiel, gebe ich dem meine Karre, damit es halt schneller geht und ein Hammer. Aber das Problem ist, Leute, ich merke mir die Namen nicht, wer halt arbeitet und irgendwann mal nehme ich sie als Wache oder Krieger. Deswegen ist es schwer, allen jetzt Waffe zu geben. So, die Wachen gehen jetzt auf die Barrikaden. So, die Speerwaffen, zum Beispiel die hier, die hat noch keine Rüstung an. Also der. Der hat überhaupt noch keine Waffen, ne? Warte. So, zumindest hast du jetzt und Eisenrüstung hast du jetzt auch an. So. Weil die sollen mal aufgerüstet sein. Also die Wölfe da, die sind auch nicht leicht. So. Die schaffen auch zu zweit. Ja, jetzt haben wir überall Verteidigung, ne? Also mehr oder weniger. Hier stehen auch. Sehr schön. Klappt's. Außerdem, ich will noch jetzt 20 Leder haben, um hier dieses hier abzugraden. Vielleicht geht es dann schneller. Wir haben noch zwei Schwerter, zwei Eisenrüstungen und null. Null Metall, also Stahlrüstung. Da das Leder auch verbraucht. Ich glaube, wir bauen noch eine Lederproduktion.
Nur ich muss mal gucken, wo wir das Ganze bauen. Normalerweise baue ich da, wo halt wenig Platz nimmt. Das werde ich jetzt mal machen. Also drei Lederproduktion sollte eigentlich, drei Gerberei sollte eigentlich, hier so noch eine Gerberei sollte eigentlich passen. Dann machen wir das mal. In die Nacht wieder schnell laufen lassen. So, jetzt. Ich will jetzt, Leute, ich will jetzt mal schneller laufen lassen, damit die halt auch schneller zumindest hier das hier mal zumindest schneller bauen, also Ziegel offen. Zumindest das sollte jetzt heute in der Folge gebaut werden. Also ran ans Werk. Baut mal. Also jetzt habe ich alle drei Leder Gerberei gemacht. Also sollte mal laufen. Sind Wein. Ich mache noch kein Alkohol, deswegen ignorieren wir das Ganze. Ich werde meine Träger mal aufrüsten. Oh, was bist du? Du bist Baumeister. Hier, schnappen, schnappen. Wir haben genug Werkzeuge, wir können das noch nachmachen. Also, los, Leute, arbeiten. Hier. Da wird auch schön Stahl produziert. Also. Jetzt wird es viel schneller gebracht. Also, jetzt bringen ja auch Lehm. Und es wird viel schneller dann gebaut. Ziegel offen sollte gemacht werden. Die Schatzkammer und ja, die Schatzkammer wird ja auch hier jetzt Sachen gebracht. Hier Lehm. Oh, da sehe ich, da sehe ich, da sehe ich. Warte, warte. So, jetzt Beweglichkeit. Damit die schneller dann laufen. So, die Wachen sind da. Die hier laufen noch auf den Plätzen. Ich würde gerne Eisenrüstung auf Stahlrüstung wechseln, aber das geht noch nicht. Oh nee. Also die kommen jetzt auch noch. Leute. Hier ist der Feind. Komm. Hier ist jetzt der Feind. Der wird sterben. Der ist alleine hier. Aber zum Glück unsere Leute sind jetzt da. Also die haben überlebt. Da ist schon einer, der gestorben ist, leider. Den setze ich jetzt auf. Holzspeer und Eisenrüstung. Hey. So, bitte noch mehr Holzspeere produzieren. Und auch Karren. 5 Stück. 5. Okay. So, ja. Habe ich jetzt. Warte, wo war das der? Du warst doch der. Holzspeer und Eisenrüstung. So, du bist jetzt die Wache. Fertig. Jetzt lasse ich es mal schneller laufen, damit sie halt ja auch bauen am Ende der Folge. Geht's viel schneller. So,
Ja, Lehm wird schneller gebraucht, Eisen genauso. Jetzt, die bauen auch ziemlich schnell mit dem Hämmerchen. Die hämmern da rum. Essen, Holz, alles da. Jetzt haben wir auch Leder. Und können jetzt hier natürlich verbessern. Jetzt können wir auch Schilder bauen, Leute. Ja, Schilder. Das ist doch was Feines. Und tada, wir können hier jetzt noch zwei machen. Ich setze dich mal ein. Ich glaube, zwei Frauen sollen hier jetzt arbeiten. Was braucht ihr? Ihr habt alles. Gut. Jetzt machen wir mal zielen. Ja, neue Arbeiter nehme ich gerne mit. Und ich würde gerne noch hier. Ne, wobei wir brauchen das Ganze für Rüstung, Leute. Also wir brauchen das Ganze für weitere Rüstungen. Ich habe hier jetzt Schilder. Und habe auch Rüstungen eingesetzt. Oh je. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Zum Glück kommen meine Leute rechtzeitig. Puh, das war knapp. Sonst hätte noch eine Wache dran glauben sollen. So, hier fehlt noch Eisen und Holz. Das werden wir aber noch schaffen in der Folge. Also, jetzt haben wir Ziegelproduktion. Zum Beispiel mal Ziegelproduktion. Wir haben Lehm, Stahlhaut, aber jetzt brauchen wir Ziegelproduktion, die jetzt startet. Also die Frauen werden sich darum kümmern. Ja. Jetzt warten wir, bis die Schatzkammer fertig ist und der Rest mache ich offscreen, Leute, weil, wie gesagt, das haben wir schon gesehen. So, hier. Produziert fleißig weiter. Da bin ich sehr glücklich. So, jetzt kommen die 5 Ziegel schon ran. Und ja. Da produziert er jetzt Schwerter zurzeit. Okay, da ist noch ein. Da sollte noch ein Schwert reingeschafft werden. Ja, wir nehmen die, weil, wie gesagt, wir brauchen viele Arbeiter. Wir haben auch ziemlich viele Verluste. So. Ding, 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 ding. Hier werden auch weiterhin. So, was ist Neues bei euch? Nix. Und du bist auf. Ne, man kann sie auf ausrüsten. Moment, kann man die aufrüsten? Ja, Aktualisierung. Warum kann ich sie nicht aktualisieren? Weil Backsteine fehlen. Sonst hätte ich sie aktualisieren können. Okay, Leute. Die Backsteine. Wir haben 25 Backsteine schon. In einem Tag, Leute. Also man muss da schon. Yeah, meine Soldaten sind Killermaschinen, wa? Die sind einfach Killermaschinen. Was die da mit dem Feind treiben, da sind nicht mehr feierlich. Das ist gut so. Also, jetzt werden Rüstungen produziert, Schilder werden produziert. Also, ich werde in der nächsten Folge euch mal zeigen. Die Schilder, die werde ich, wie gesagt, offscreen machen. Ich bin jetzt gespannt mit dem ganzen Schatzkammer. Das will ich euch noch zeigen. Die Schatzkammer, die soll jetzt gemacht werden. Ja, die Schatzkammer baut sich gerade. Ding, 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 ding.
Glopp, 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 glopp. Stopp! Beweglichkeit. Tada, die Schatzkammer ist da. So, die Schatzkammer. Warte mal. Ne, 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 ne. Erledigt. Da werden wir wohl was sammeln müssen. Aber da ist auch, Leute, wir haben noch keine Steine, wo wir sich hier reinlegen können. Ich mach mal kurz mal auf Pause. So, ich schau mal nach, was jetzt. Also wir können jetzt Hafen bauen. Das haben wir als nächstes Neues. Wir haben aber noch die zwei Sachen, die wir nächstes Mal bauen werden. Und ansonsten, Leute, ansonsten, ja, ansonsten haben wir nichts Neues zurzeit. Allerdings, bevor wir jetzt fertig werden, wir werden hier upgraden. Ja, also hier so. Ne, das wurde jetzt abgegradet und ich schaue jetzt nach, was wir Neues haben. Bogen. Bogen und Pfeile. Oh ja. Alter, wenn das meine Leute dann bekommen können. Das ist doch nicht mehr feilig, wenn sie von hier aus dann schießen können. Ansonsten, Leute, ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Ist für euch nicht schwer und für mich ist, ja, ich bin dann glücklich, ne, und zufrieden. Ansonsten, Leute, ja, wie gesagt, schönen Tag euch noch, Nacht, wann auch immer ihr das schaut und bis zum nächsten Mal. Euer Lone Wolf, haut rein. Ciao.